haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es ist ein brauner Kleinwagen und der Besitzer soll seine Rechnung an einer Tankstelle geprellt haben. Wagen 6, das ist bei euch in der Nähe. Könnt ihr übernehmen? Ich erledige die Personalienüberprüfung. Ich habe die Person. Hallo. Können Sie mir vielleicht beschreiben, wie sich der Unfall zugetragen hat? Ja, natürlich. Also, ich bin gerade noch unterhalb der Brücke und da sehe ich eine schnelle Bewegung. Etwas Kleines, Dunkles fliegt durch die Luft. Ich denke gerade noch, der Vogel fliegt aber komisch. Da höre ich es krachen und sehe, dass der Wagen vor mir eine Vollbremsung macht. Ich habe natürlich instinktiv sofort gebremst, aber ich konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sind Sie verletzt? Nein, ich war zum Glück nicht mehr schnell, als das passiert ist. Ich bin etwas zittrig, aber es geht schon. Sie haben einen Vogel gesehen? Nein, ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Vogel. Natürlich liest man immer wieder von Steinewerfern auf der Autobahn. Aber mit sowas rechnet man doch nicht. Haben Sie vielleicht noch etwas Interessantes gesehen? Ja, vielleicht. Den Stein, der geworfen worden ist, den habe ich vor kurzem noch woanders gesehen. Also einen Stein wie diesen, meine ich. Wir waren an einem Rastplatz gar nicht weit von hier und da wurden gerade Parkplätze neu gepflastert. Die Steine dort sahen ebenso aus wie der, der diesen Unfall verursacht hat. Könnte Zufall sein, aber ich wollte Ihnen das auf jeden Fall sagen. Danke, das ist eine hilfreiche Information. Markieren Sie den Ort bitte auf der Karte. So, das war es auch schon. Danke für Ihre Aussage. Hallo, wie geht es Ihnen? Sind Sie in Ordnung? Ja, geht schon. Sie stehen unter Schock. Daher will ich das auch so kurz wie möglich machen. Danke. Fragen Sie mich ruhig. Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben. Alles kann uns weiterhelfen. Das ging alles so schnell. Wie aus dem Nichts gibt's einen Knall und Glas splittert. Ich mach natürlich eine Vollbremsung und dann knallt's gleich nochmal. Ja, ich verstehe. Danke für Ihre Aussage. Der Rettungswagen müsste gleich da sein. Die werden sich um Sie kümmern.
Interessant. Diese Pflastersteine werden hier oft für Autobahnparkplätze benutzt. Leider gibt es zu viele Baustellen, um der Spur direkt nachzugehen.
alle Einsatzfahrzeuge. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es soll Schlangenlinien fahren. Wer von euch ist in der Nähe und kann sich das mal anschauen? Wieder so viele Zigarettenkippen. Und wieder die gleiche Marke. Es ist mit Sicherheit kein Zufall. Das ist unser Mann. Und dieses Mal hat er ein Fahrzeug erwischt. Wir müssen ihn schnappen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Komm, lass uns zu dem Rastplatz fahren. Hier Wagen 6. Hat sich jemand das Nummernschild notiert? Hallo, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tach. Ja, klar. Habe ich was falsch gemacht? Nein, nein. Sie können uns aber vielleicht bei einem Fall weiterhelfen. Ach so. Na, dann schießen Sie mal los. Haben Sie jemanden beobachtet, der sich bei dem Steinhaufen hier bedient hat? Die sind natürlich nicht abgezählt, aber ich habe tatsächlich was beobachtet. So ein Typ ist um die Baustelle herumgeschlichen. Ist gar nicht lange her. Als er mich gesehen hat, ist er ganz schnell in sein Auto und losgefahren. Irgendwas war mit dem nicht ganz koscher. Können Sie nähere Angaben zu dem Wagen machen? Ja, es war ein grüner Geländewagen, ein relativ neues Modell. Das Kennzeichen habe ich leider nicht gesehen. War es zufällig diese Person hier? Ja, doch. Der hatte auch die gleiche Jacke an, wie auf dem Foto. Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Ja, ist aber vermutlich nicht wichtig. Der raucht wie ein Schlot und schmeißt seine Kippen überall hin. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie konnten uns wirklich helfen. Gern. Allzeit bereit. Ich pflastere dann mal weiter.
Endlich machen wir Fortschritte. Wir haben ein Foto des Verdächtigen und die Beschreibung des Fahrzeugs. Gut gemacht. Danke, Chef. Wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, bevor Schlimmeres passiert. Ich glaube, wir werden bald den Computer-Auswertungs-Videoraum brauchen. Hey, wir haben da wieder was für euch. Jemand hat gerade einen verdächtigen Wagen gemeldet, der aussieht, als hätte er Einschusslöcher. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es wirklich Einschusslöcher sind, aber wir sollten der Sache nachgehen. Oh, das klingt ja wie in einem Film. Wir machen uns gleich auf den Weg. Der Wagen zu sein. Schau dir das doch am besten mal aus der Nähe an. Alles klar. Gib mir Deckung, Partner. Los, hinterher. Den schnappen wir uns. Sei bloß vorsichtig. Wenn der schon Einschusslöcher im Auto hat, ist er vielleicht selbst bewaffnet. Ich möchte meinen Ruhestand doch noch erleben. Thank you.
Sie sind verhaftet. Sie kommen mit uns zur Wache.
Das sind ja wirklich Einschusslöcher. Wow, das ist echt eine große Menge Drogen. Das ist mit Sicherheit kein Eigenbedarf. So, Herr Walter, Sie haben sich eine Menge Ärger eingebrockt. Flucht vor der Polizei, Widerstand gegen die Staatsgewalt und wir haben in Ihrem Wagen nicht nur Einschusslöcher, sondern auch eine große Menge Drogen gefunden. Sie scheinen ja ein sehr aufregendes Leben zu führen. Erzählen Sie uns doch mal was davon. Steht mir nicht eigentlich ein Anwalt zu? Wenn Sie die Sache unnötig kompliziert machen wollen, ja. Aber die Beweise sprechen eindeutig gegen Sie. Und daher sollten Sie sich so kooperativ wie möglich verhalten. Okay, dann fragen Sie. Woher kommen die Einschusslöcher an Ihrem Fahrzeug? Eine Meinungsverschiedenheit mit einem Kunden. Von einem schiefgelaufenen Drogendeal? Exakt. Wem gehören die Drogen in Ihrem Kofferraum? Dazu sage ich nichts. Wie Sie meinen. Was haben Sie an dem Ort gemacht, bevor Sie vor uns geflohen sind? Na, Geschäfte natürlich. Sie nutzen die Autobahntoiletten also für Ihre Drogengeschäfte? Autobahntoiletten sind bekanntlich nicht der Ort, an dem viel herumgeschnüffelt wird. Also ideal für Leute wie mich. Aha. Das ist ja gut zu wissen. Ich habe die Informationen, die ich brauche. Danke, dass Sie kooperiert haben. Ich wollte Ihnen zur Verhaftung gratulieren. Das war gute Arbeit. Danke. Da steckt allerdings vermutlich mehr dahinter. Im Verhör ist rausgekommen, dass die Autobahntoiletten ein beliebter Drogenumschlagsplatz sind. Das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.